Wir haben zweite Halbzeit mehr fürs Spiel investiert. Wir waren mehr unterwegs, wir haben mehr unangenehme Wege gemacht. Deswegen haben wir auch mehr Möglichkeiten vorgefunden. Wir haben die Räume besser genutzt. Wir haben es verabsäumt, das zweite Tor zu machen. Es wäre das wär gefühlt heute sicher die Entscheidung gewesen mit dem zweiten Tor. Die Möglichkeit haben wir liegen gelassen. Und dann ist es eben so, dass man weiß, dass die Fürther Mannschaft sind, die vor allem bei Standardsituationen groß gewachsen sind, gute Kopfballspieler haben, Leute, die diese Bälle gut treten können. Und man kann dann irgendwo auch nicht alles verteidigen. Die Situation, glaube ich, hätte man trotzdem lösen können. Und insofern ist es dann bitter, weil es so knapp vor Schluss war, dass wir nicht drei Punkte gemacht haben. Aber wir können es auch einschätzen. Wir sind als Mannschaft heuer wirklich gut unterwegs. Wir haben noch nicht die Abgebrühtheit und diese Ruhe, dass wir solche Spitzenspiele dann wirklich nach Hause spielen. Wir haben auch eine junge Mannschaft. Bin trotzdem sehr zufrieden, bin sehr stolz auf die Jungs, was sie bislang abgeliefert haben. Weil man weiß, welche Qualität eben in dieser Mannschaft ist, was Standards betrifft, dass sie schnell reagieren, dass sie im Kopfballspiel gut sind, muss man hellwach sein. Das ist so, das ist jetzt keine Schuldzuweisung überhaupt nicht. Sondern es ist auch die Qualität, die Fürther eben auch wirklich an den Tag legen. Das ist es. Es gibt viele Dinge, die man im Fußball nicht verteidigen kann. Da hätten wir uns schon befreien können. Ich beklage mich nicht drüber, weil wir unsere Möglichkeiten gehabt haben, um das Spiel fertig zu machen. Aber ich finde es, wenn wir dieses Tor schon andiskutieren, dann diskutieren wir es eher an, dass es kein Foulspiel war. Das hätte man eher erkennen können als die Situation, dass es dann vielleicht abseits oder von Toni Uccio gekommen ist. Also das war, denke ich, auf der Seite, wo wir gestanden sind, ganz klar. Und da steht auch der Assistent auf meiner Höhe, da steht auch der Vierte auf meiner Höhe. Das hätte man so einschätzen können, dann wäre es zum Freistoß nicht gekommen. Aber so ist es. Nein, wir kehren vor unserer Tür und ich sage, wir haben unsere Möglichkeiten gehabt und wir hätten diese Standardsituation, die nicht zustande gekommen, hätten wir trotzdem verteidigen müssen. Und das ist es.